Herzlich willkommen auf einen Sprung zu Cashflow, Finanzen, Wirtschaft, Trends im Ohr. Der Buchstabe E steht heute auf dem Programm. Das E steht in diesem Fall für Einlagensicherung. Und Sie, liebe Zuhörende, erfahren kurz umrissen, was diesen Begriff in der Finanzwelt ausmacht. Dabei steht mir heute mein Kollege Raphael Pfeiler, Filialleiter unserer Filiale in Heiligenkreuz am Wasen, zur Seite. Raphael, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Martina. Raphael, E wie Einlagensicherung, aber was ist jetzt diese Einlagensicherung eigentlich genau? In Europa sind Einlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro von dieser Einlagensicherung abgedeckt, in besonderen Fällen sogar bis zu 500.000 Euro. Das heißt, wenn zum Beispiel Geld aus einem Wohnungsverkauf, Geld aus einem Versicherungserlös auf dein Konto kommt, ist dies auch von der Einlagensicherung bis zu einem Jahr voll abgedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt also mein Haus verkaufen würde, dann hätte ich jetzt keine Sorge, wenn ich mit diesem Geld nicht innerhalb eines Jahres wirklich etwas anderes machen möchte, dass das im schlechtesten Fall weg wäre. Genau, das ist richtig. Welche Einlagen sind da also gesichert? Geschützt sind zum Beispiel Girokonten, Gehalts- und Pensionskonten, Sparkonten und auch Bausparverträge. Wenn das Geld also von meinem Hausverkauf, von meinem hypothetischen, auf meinem Girokonto, auf meinem Gehaltskonto oder auf meinem Sparkonto liegt, ist egal. Gleiches gilt für das Geld, das auf dem Sparkonto meiner Tochter liegt. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, das ist richtig. Die Einlagensicherung gilt pro Person und pro Bankinstitut. Und für wen gilt jetzt diese Einlagensicherung? Die Einlagensicherung gilt für natürliche und juristische Personen in Österreich. Gibt es da auch jemanden, der da nicht umfasst ist von dieser Einlagensicherung? Ja, das gibt es, eben für Banken, die keine Konzession in Österreich haben. Was gibt es sonst noch zu diesem sehr wichtigen Thema zu sagen aus deiner Sicht? Also es gibt einen besonderen Vorteil für unsere Kunden. Wir Sparkassen und auch die Erste Bank versichern sich im Haftungsverband Rück. Das heißt, Anlagen sind im besten Fall bis zu 100% geschützt. Das heißt also, während diese gesetzliche Einlagensicherung maximal 100.000 Euro pro Kundin und pro Institut garantiert, versuchen Ersten Bank und Sparkassen, dass sie auch darüber hinaus füreinander einstehen. Genau, das ist richtig. Was würdest du jetzt deinen Kundinnen und Kunden und auch heute unseren Zuhörenden noch gerne mitgeben bei diesem Thema Einlagensicherung und Haftungsverbund? Eben besonders darauf zu achten, wem ich mein Geld gebe, das ich mir hart erspart habe, dass auch das Vertrauen an diese Bank da ist. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Cashflow auf den Sprung und haben vielleicht mit HW Haftungsverbund schon die Neugier unseres Flohs auf die nächste Episode geweckt. Danke, Raphael. Danke, liebe Zuhörer.